Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige des Wassers, meine lieben Fische geboren. Ihr habt hier ein neues Herz von mir bekommen, denn ihr wisst ja, beim letzten Mal ist mir euer Herz in Flammen aufgegangen. Was immer auch das bedeutet hat, wisst ihr wahrscheinlich auch selber sehr gut. Genau, dies ist die Legung im Bereich der Karriere. Das ist der erste Bagua oder Wohlfühlbereich eures Zuhauses und dieser ist dem Element Wasser zugeordnet. Und für Wasser steht hier dieser wunderschöne facettierte blaue Stein. Ja, und ganz herzlich willkommen, meine lieben Hasegeborenen in der chinesischen Astrologie. Ihr seid ebenso lebendig und neugierig und langlebig wie meine lieben Fischemenschen. Ja, ihr beide korrespondiert. Ja. Jetzt schaue ich mal mit den Tierbotschaften, meine Lieben. Aber bevor ich beginne, möchte ich euch noch kurz zeigen, wo wir uns gerade befinden. Ich habe gerade erwähnt, wir sind hier im ersten Bagua- oder Wohlfühlbereich eures Zuhauses. Das ist der Bereich der Karriere hier. Und meistens liegt hier der Eingang zur Wohnung. Und ihr seht hier die Farbe Blau, die steht für das Element Wasser, ja? Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über diesen wichtigen Lebensbereich eures Zuhauses, dann gebt bei mir auf der Kanalseite oben bei der kleinen Lupe ein, erster Wohlfühlbereich Karriere deines Zuhauses. Und dann erfahrt ihr ganz viele interessante und schöne Dinge, wie ihr diesen wichtigen Lebensbereich nähren, fördern und stärken könnt, meine Lieben. Jetzt befrage ich mal die Tierseelen. Gibt es eine Tierseele, die euch im Bereich der Karriere eine Botschaft hinterlassen möchte? Wow, der Elch. Schaut mal, das ist aber ein gewaltiges Tier, meine Lieben. Jetzt im Gegensatz zu euch Fischen und euch Hasegeborenen, ein sehr gewaltiger ein Elch, mit Selbstvertrauen und Geduld überwindest du Hindernisse. Hier geht es um Selbstvertrauen und wieder mal die Geduld. Das lieben wir ja alle so sehr, die Geduld, ja? Schauen wir mal weiter, ja? Schauen wir mal weiter. Was sagt uns denn das Tarot zum Thema der Karriere momentan bei euch, meine Lieben? Fische und Hasemenschen. Schauen wir mal. Dankeschön. Gut, da habe ich eine hohe Arkana und das ist immer dann die Karte, die für die längerfristige Perspektive steht und es ist die Nummer 7, die siebte hohe Arkana und ihr seht hier den Wagen und mit diesen wunderschönen Pferden hier, es sind zwei Pferde, steht auch häufig für die männliche und weibliche Energie, ja, diese ist ja in uns Menschen beiderlei. Also sind beide in uns angelegt, in uns Menschen, Yin und Yang. Und hier haben wir diesen, ja, wie sagt man, Gladiator schon fast mit wehendem Umhang, steht für den Ruhm, für die Farbe Rot. Ja, der möchte hier etwas erreichen, der möchte vorpreschen, ja. Das steht hier für Vorankommen, Vorwärtskommen, der zuversichtliche Aufbruch, vielleicht in etwas Neues, was mit der Karriere zusammenhängt, meine Lieben, ja? Könnte natürlich sein. Und hier, also, das ist natürlich auch eine starke Energie, ja, eine echt starke Energie, passt auch zu dem Elch ganz gut, ja, der mit seinem Geweih hier, ja, der kann sich ja auch tatsächlich auch gut verteidigen.
So, schaue ich mal hier. Hier geht es um zwei der Kelche und drei der Kelche, also im Bereich der Karriere ist es wirklich sehr, sehr schön, denn wir haben hier zwei der Kelche und es heißt, ihr seid hier mit anderen Kolleginnen und Kollegen auf gleicher Augenhöhe, ja. Da gibt es kein besser, schlechter, oben, unten, und so weiter, sondern es gibt hier einen Gleichklang, ja. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und hier dann noch mit drei der Kelchen. Ihr seht ja, hier sind drei Damen, also zwei Engel abgebildet und eine Dame, die leicht bekleidet ist. Also drei der Kelche im klassischen Tarot steht immer für Feiern, für Zusammenkunft, für fröhlich sein, ja, gemeinsam etwas in Bewegung bringen, ja. Das ist natürlich super hier. Ja, der junge Mann hier. Der will auch am liebsten voranpirschen und hier ist es auch ganz, ganz fröhlich, ja? Also das sind sehr, sehr schöne Energien hier bei euch, meine Lieben. Jetzt schaue ich mal mit den goldenen Regeln. Was darf ich euch noch mit auf den Weg geben, meine lieben Fische und Hasemenschen? Gibt es etwas, was ihr noch berücksichtigen dürftet im Bereich der Karriere? Denn warum wollen wir unseren Karrierebereich überhaupt verbessern? Einerseits, um mehr Klarheit über die eigene Lebensbestimmung zu gewinnen, dann natürlich auch um positive berufliche Veränderungen, wie es hier so abgebildet ist, ja, also auf zu neuen Ufern zu ermöglichen zum Beispiel, oder auch eine sinnvolle ehrenamtliche oder gemeinnützige Aufgabe zu finden. Hier, schaut mal, gemeinnützig, ja, alle zusammen. Und auch letzten Endes mehr Mut zu entwickeln. Ja, dafür ist es auch wichtig, den Karrierebereich energetisch positiv zu gestalten und zu halten. Ja, und es gelingt immer, also die erste Maßnahme im Feng Shui ist immer, säubern und reinigen, ja? Das ist immer an erster Stelle wichtig, meine Lieben. So, ich habe hier zwei Karten bekommen. Bevor man ein Urteil über jemanden fällt, sollte man immer erst alle Beteiligten anhören. Sehr spannend. Okay. Ja, da geht es um die Gleichberechtigung auch, ja, da geht es um diese Karte, wo man auf gleicher Augenhöhe agiert, ja, keine vorschnellen Urteile, sogenannte Vorurteile, ja, das ist niemals, niemals gut. Dann lieber das Gespräch suchen, meine Lieben. Wo alle verurteilen, muss man prüfen und wo alle loben auch, sagt Konfuzius. Schaut mal, es ist interessant. Wenn zu viel gelobt wird, ist es anscheinend auch nicht so ganz vertrauenswürdig. Spannend. Okay, das Urteil. Und was haben wir hier? Oh, ich glaube es ja gleich. Wir bekommen doppelt die Geduld, meine Lieben, doppelt. Wir hatten sie hier schon mit der Geduld. Oh mein Gott, der geheime Schlüssel zur Zufriedenheit ist die Geduld. Sie ist die Tugend der Glücklichen, meine Lieben. Na, wow. Das ist, ja, ein ganz schön harter Tobak, aber anscheinend ist es so. Wer Geduld sagt, sagt Mut, Ausdauer, Kraft. Vom Mut hatte ich auch gerade eben gesprochen. Wer Geduld sagt, sagt Mut, Ausdauer, Kraft, sagt Marie von Ebner-Eschenbach. Sehr spannend, sehr spannend, mein Lieben. Ich lese hier noch vor. Üben Sie sich bewusst in Geduld, dann leben Sie stärker in der Gegenwart. Sie werden sorgenfreier, gefasster und entspannter und entwickeln Ausgeglichenheit, Ausdauer, Disziplin und Willensstärke. Zudem erhöhen sich Ihre Zufriedenheit, Gelassenheit und Bescheidenheit. In schwierigen Situationen können Sie mit Geduld oft bessere Lösungen erreichen. Auch wenn sie etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Naja, also
Ganz ehrlich, also Geduld braucht man, wenn man einen YouTube-Kanal aufbauen möchte. Außer man hat bestimmte Themen, die sehr, sehr stark frequentiert sind. Ja, also ich habe jetzt schon sehr, sehr lange Geduld mit meinem Kanal und das ist jetzt keine Beschwerde. Versteht mich da jetzt nicht falsch, bitte. Aber ja, also das ist wirklich, da wird die Geduld wirklich eingefordert, ganz stark. Und das werden mir andere auch bestätigen, die in einer ähnlichen Situation sind, meine Lieben. Also das ist nur eine Form der Geduldsprobe, so ein YouTube-Kanal. Okay, meine Lieben, die Geduld. Die Geduld. Naja, jetzt schaue ich nochmal im Bereich der finanziellen Fülle für euch. Wie sieht es denn da gerade so aus, meine Lieben? Gibt es da noch was aufzulösen, zu erlösen, meine Lieben? Schauen wir mal. Mangelprogramme im Unterbewusstsein lösen, ja. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Also Mangelprogramme sind nie gut, meine Lieben. Also von Mangel dürfen wir uns alle im Prinzip befreien. Denn ich glaube, hier in Deutschland muss so gut wie niemand im Mangel leben. Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ich weiß, und es gibt immer Ungerechtigkeiten, ganz klar. Ja, dennoch, ja, schauen wir, lösen wir hier mal was auf, und zwar mit Hilfe von meinem Fuchs. Der Fuchs nach Origami-Faltkunst angefertigt, steht im Japanischen für Fülle, Reichtum, Geldfluss. Und der hilft hier mit, dass wir das hier für euch aktivieren, meine Lieben. Und ich gebe hier noch meinen Halbedelsteinstab dazu, dann geht es noch ein bisschen schneller. Und wir brauchen eigentlich nur ein Licht, um alle negativen Energien hier zu entfernen, meine Lieben. Schaut mal, ich gebe euch hier ein Lichtlein. Und wir lassen das jetzt hier einfach brennen. Ich lasse es noch eine Zeit lang brennen für euch, meine Lieben. Und ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, meine Lieben. Macht's gut. Servus.